Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir machen jetzt hier weiter und stehen, glaube ich, relativ nah am Ende. Dort vorne, hier unter mir, ist auf jeden Fall eine Riddler-Trophäe, die kann man... Ah, okay, ja gut, so nicht... Ich würde sagen, die kann man auch gerne mal mitnehmen, und zwar so. Und so nehmen wir die. Und zu sterben dieses Mal. Und hier ist nichts mehr. Kann ich die Vase zerstören? Nein. Ja gut, die Kanne war keine Vase. Wo geht's denn weiter? Ich schätze mal hier irgendwo rechts. Ja. Oh, da ist sogar noch eine. Da ist sogar noch eine. Da ist eine Tür. Ohne Türgriff. Achso, unter mir. Und hier ist eine Tür mit Türgriff. Auch wenn da eine Riddler-Trophäe ist, gehen wir mal weiter. Hier waren wir doch schon mal. Ach, du bist ja auch noch hier. Du bist das. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich habe mich versteckt, so wie du es gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. So, da sind auf jeden Fall 8 Gegner. Ich wollte gerade einzeln zählen, obwohl es dort steht. Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle 9 Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Zu mir, Protokoll 10 macht große Fortschritte. So habe ich mir das auf jeden Fall nicht vorgestellt. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Natürlich, meine Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Kontakt. Dann tritt Protokoll 10 gefunden. In Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Zu mir, Ziel gesichtet. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ziel verloren. Verfolge Ziel. Die leisten echt schlechte Arbeit. Hier merkt niemand. So schnell, wie ich aufgetaucht bin, bin ich auch schon wieder weg. Verwundeter, bei meiner Position. Granate! Verwundeter, bei meiner Position. Ich hoffe mal, die fliegen da alle übers Geländer, so wie die, so dumm wie die da gerade stehen. Zielperson verschwunden! Oder, ja, verdammt. Okay, das hat niemand gesehen. Und das wird nichts mehr, aber das hier könnte ich mehr. Ah, verdammt. Sprengladung scharf. Kontakt! Gegnerische... Okay. Kontakt. Gut. Mann ausgefallen bei meiner Position. Ja, schnell, 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 schnell. Ja, gut. Es sind noch 5 von euch da drin. Auf Wärmebild. Das sollte genügen, um einen Mann aufzuhalten. Ja, das Wärmebild war ein bisschen zu spät. Er hat mich trotzdem noch gescannt. Weiterer, hab's
Sichtkontakt zur Zielperson. Nicht gut. Nicht schießen. Habe Zielperson über meiner Position gesichtet. Au, ich bin gleich tot, 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 ich bin gleich tot. Vier Stück noch. Ups. Das war aus Versehen. Vier Stück sollen hier noch sein. Drei sehe ich. Er hält euch zum Narren. Ah, da ist einer. Haltet ihn auf. Okay, wenn der hier gleich langläuft, dann holen wir den hoch. Ja, ich bin gleich tot, das ist nicht gut. In Bewegung. Mann am Boden, bei Scharfschütze meiner schalten wir aus. Den schalten wir auch aus. Zielperson. Okay, ich habe Angst, die haben noch irgendwelche Eisminen. Die Zielperson kommt hier lang. Eisminen. Irgend so eine andere zu Minen hatten die doch, glaube ich. Deswegen traue ich mich nicht so an die ran. Okay, füll mein Leben bitte wieder auf. Das ist inakzeptabel. Ich dachte, ihr werdet besser ausgebildet. Das ist noch nicht vorbei. Batman. So, Liebs Virus abgelehnt. Liebschaft. Okay, was jetzt? Was muss ich jetzt machen? Aha, okay, hier. Medikation. So sicherer ist es hier oben drauf zu fahren. Zumindest können mich so keine Gegner überraschen. Sie können mich nicht aufhalten. Ich habe gewonnen. In einer Stunde wird der gesamte verbrecherische Abschaum in Flammen aufgegangen. Und dann sind ihre Verbündeten an der Reihe. Ich werde ihren ergebenen Diener aus meinen Männern herausholen und durch die Straßen von Kobold schleifen. Dort zwinge ich ihn dann, der Welt von ihrem Scheitern zu berichten. Mein Arkham City-Experiment ist ein Erfolg. Und Sie werden von mir niedergeliehen und von ihr Leben sehen. Okay, genau deswegen lieber hier drin fahren. Hier drauf fahren. Okay, da oben läuft auch einer. Nächster Halt, Beobachtungsplattform. Vorsicht, der Aufzug. Sichert die Tür. Ja, Sir. Sobald die Tür aufgeht, töten wir jeden im Aufzug. Es könnte einer von uns sein. Nein, die Zentrale sagt, es ist Batman. Cool, geladen und entsichert. Mach die Tür auf. Feuer! Okay, verdammt. Den Typen lassen wir am besten mal eingefroren. Bis der Erste. Und das war nicht so gut. Na gut, jetzt habe ich den doch aufgetaut.
Irgendwas könnte ich hier scannen. Lärmabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Ah. Oh. So sah das. So sah Gotham City also damals aus. So. Im Batsuit. Gibt es dort noch irgendwas? Ja, Schockwellenangriff. Machen wir jetzt mal. So. Und jetzt geht es wo lang? Irgendwo nach oben. Ah ne, hier ist was. Beschützende. Dass so eine kleine Tür elektrisch ist. Okay, Batman nicht fallen. Ja, wobei, du kannst... Nee, das war... Was? Ich hab, also... Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die Angriffe jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelpots Festung dem Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Ich glaube, ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen nach oben gecheatet. Ah, nee. Doch nicht. Ich... Okay, da waren wir fast. Hier muss man entlang klettern. Okay, wir haben... Ja gut, ein bisschen gecheatet war schon. Aber wir haben nichts großartig übersprungen. Ah, hier lang. Ist aber ein ganz schön hoher Turm. Oh, okay. Das war das Museum. Sir, die ersten Bombardements auf das Museum wurden durchgeführt. Das Ziel wurde nicht zerstört. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Dir läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat einen Helfer. Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Ah, Riddler-Trophäe. Und es geht irgendwo noch weiter nach oben. Da. Tigerzentrale, wir sind beim Turm. Keine Spur von Batman. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Und jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Ah, hier. Ah, unterhalten. Auf dem Turm gibt es keine Spur von Batman, Sir. Gut. Vielleicht ist er abgestürzt. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Bestätigt, Zentrale. So, wir sind gleich oben. Okay. Viele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ihr dürft Batman nicht unterschätzen. Er wird versuchen, dort hineinzukommen. Er wird versuchen, euch zu besiegen. Lasst es nicht zu. Ich hoffe mal, das kriegt einer ab. Ihr solltet stolz sein. Es ist der Beginn einer neuen Ära. Ein neues Gotham wird entstehen. Also den hätten wir. Achso, okay, hier war... Ja gut, hier von hier kommen, kamen wir. Findet Batman und haltet ihn auf! Oh. Verwundeter, bei meiner Position! Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Der ist ja schon wieder drin. Hat
jemand Sichtkontakt zum Ziel? Ja, komm her. Hey, komm. Komm her. Ich hasse dich. Enttäuscht mich nicht. Batman ist mit euch da drin. Haltet ihn auf. Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Ihr geht nicht mal an die Grenzen dessen, was ihr könnt. Er ist allein. Haltet ihn auf. Weiterer Verwundeter bei meiner Position. Ich kann jederzeit aus zwei Waffen stören. Und einen einfrieren. Ich habe sie studiert. Ich kenne jede einzelne ihrer Techniken. Und jetzt habe ich, Hugo Strange, sie besiegt. Ja, komm her. Kontakt zum Ziel? Lauf hier lang, lauf hier entlang. Komm her, komm, komm. Beeil dich. Mach schon. Komm, nein, falsche Richtung, falsch. Los, setz was. Zielperson bisher nicht gefunden. Und jetzt kommt er. Er ist bei euch in dem Raum. Irgendwo. Nur wo bin ich? Hier läuft doch keiner her. Okay, das war gut. Verwundeter, bei meiner Position. So, der eine dort oben, der wird sich nicht bewegen. Glaube ich. Oh, 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 oh. Weg. Batman, mir jagt man keine Angst ein. Verstecken Sie sich ruhig hinter dieser Maske. Ich werde sie von ihrem zerschmetterten Gesicht reißen und der Welt zeigen, was dahinter liegt. Na gut, das war jetzt nicht so, wie ich es geplant habe. Oh, der kommt hier runter. Batman ist in dem Raum. Zielperson verschwunden. Seid ihr blind? Batman ist da drüben. Die Zielperson kommt Batman hier. Batman ist da drüben. Oh, hallo. So, du wirst am meisten Schmerzen haben. So, hoffentlich tat's weh. So, Hugo Strange, ich komme zu dir. Sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Oh nein, hier. Ich komme da jetzt rein. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nimm sie ihre Hände weg. Sehen Sie, was Sie getan haben. Ist großartig, nicht wahr? Ja. Ja. Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange! Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso?
Ich habe getan, was sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich ihnen die Chance, ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ra's. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! Raus da! Nein, nein, nein! In Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging. Und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Gut. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Hier machen wir dann aber im nächsten Part weiter und im nächsten Part retten wir dann, denke ich mal, Talia.